Der Bahnstreik geht weiter. Ein Ende des verfahrenen Tarifkonflikts ist nicht in Sicht. GDL-Chef Klaus Wieselski weigert sich, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Streik soll bis Dienstag um 2 Uhr morgens fortgesetzt werden. Sein Verhalten stößt selbst im Gewerkschaftslager auf Kritik. Die Bahn rechnet mit rund 70% ausfallender Züge im Fernverkehr, im Regional- und S-Bahnverkehr mit rund 60%.